Herzlich willkommen. Ich stehe heute in der katholischen Universitätskirche St. Petri in Magdeburg vor einem Fenster mit der Darstellung der Verkündigung des Engels an Maria, dass sie in 9 Monaten Jesus gebären werde. Steht Ihnen heute der Sinn nach Weihnachten? In 9 Monaten ist es soweit. Maria hat vermutlich damals der Sinn auch nicht so richtig nach Weihnachten gestanden. Als junges Mädchen, noch unverheiratet, schwanger, gut, der Sohn Gottes, aber wird sie das packen? So ist die Botschaft des Engels an Maria: Fürchte dich nicht. Die Botschaft Gottes an uns: Fürchtet euch nicht. Und das ist in diesen Zeiten der Corona-Pandemie ebenso eine gültige Botschaft. Klar, wir sollen uns nicht anstecken, wir sollen vorsichtig sein, keine Leichtfertigkeit, aber auch keine grundlegende Furcht. Wie auch sonst, wir als Christen wissen, wir gehen nicht unter. Gott wird uns aus allem erretten. Maria hat sich wohl auch gefürchtet, weil zu der Geburt Jesu, zu Weihnachten, der Karfreitag, der Tod des eigenen Kindes am Kreuz gehört. Aber die Hoffnung auf Ostern ist ihr vom Engel zugleich angekündigt. Leben wir auch in dieser Hoffnung, die übrigens in unserem Bild im Hintergrund durch die grüne Farbe, die Farbe der Hoffnung um Maria herum, symbolisiert wird. Das wünsche ich Ihnen, uns allen. Dazu segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und behütet. Ihre Prämonstratenser von Magdeburg.